Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkinokanal. Willkommen in Mollywood. Wieso Mollywood? Wir sind hier in Belgien. Was hat man hier hingeführt? Es ist die Zeitschrift Video, Heimkino, wie sie alle heißen, denn die haben alle in den letzten Wochen und Monaten über ein neues Audiosystem gesprochen, welches gerade in die Kinos kommen wird. Wir haben von Dolby Atmos gehört, aber es gibt auch noch ein zweites System, das nennt sich Auro 3D. Und wir haben mit den Machern von Auro 3D Kontakt aufgenommen und haben mal gefragt, ob wir nicht mal einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Und der Knaller ist, Auro 3D ist eigentlich in den Galaxy Studios mitentwickelt worden. Jetzt ist die Frage, was ist denn die Galaxy Studios? Da ist das Schild, Galaxy Studios. Wenn man mal ein bisschen googelt, wird man feststellen, dass die Galaxy Studios eine, ja, also sehr weltbekannte Musik-Videostudios sind, wo schon eine Menge Stars ihre Musik eingespielt haben und wo dann dort die CD, die DVD und die Blu-ray produziert worden ist. Und was uns da jetzt alles erwartet, das werden wir uns jetzt mal anschauen, denn hier werden wir gleich vom Chef persönlich begrüßt werden und der will uns heute mal ein bisschen was zeigen. Und Auro 3D, dieses neue, wirklich innovative Soundsystem, da gibt es ein paar sehr interessante Überraschungen, die auch manchen Heimkino-Fans sicherlich begeistern werden. Schauen wir mal. Ja, und hier sind wir wahrscheinlich im echten Heimkino-Paradies, denn das ist hier das Heimkino-Paradies von Wilfried van Beelen. Vielen Dank erstmal, dass wir hier sind und dass wir hier uns das mal anschauen dürften. Wo sind wir jetzt eigentlich genau? Genau in der Mitte von Europa. Ja? Ja. Das Herz von Europa. In Belgien sind wir. In Belgien, ja, wir natürlich, für das ganz zentral natürlich. Ja. Und wir sitzen eine halbe Stunde von Antwerpen entfernt, so aber östlich. Ja. So zwischen Antwerpen und Köln. Das ist nicht so weit entfernt von Deutschland hier. Ja. Und das Gelände selber, das hat ja hier angefangen. Ich habe gehört, das ist ja hier eigentlich in einem Waldstück, ist das hier. Als wir von der Autobahn runterkamen, wir sind immer mehr über die Felder gefahren. Plötzlich war ein Wald da und dann kommt plötzlich dieses Wahnsinnsgebäude hier auf uns zu. Und man sieht ja von außen gar nicht, was sich hier an toller Technik hier verbirgt. Was war das hier vorher? War das mal ein Garten von den Eltern oder von wem? Ja, genau. Echt wirklich? Ja, genau. Ich bin hier geboren und der erste Studio war auch im Garten von meinen Eltern. Ja? Das war so einen Hühnerstall, haben wir gebaut. Ja? Und dann, da habe ich die erste Aufnahme gemacht, als ich 17, 18 Jahre alt war. Und dann habe ich dann viele Schallplatten verkauft, wieder neu investiert, die Studios größer geworden. Und dann habe ich das bekannte Galaxy Studios Komplex erweitert über diese, lass wir sagen, diese Hühnerstalle. Ja? Und dann ist das bekannte Komplex geworden. Das ist sehr bekannt mit der Akustik, die meist leise Räume, die auf die Planeten sind und auch die beste isolierte Räume, die manchmal gemacht sind. Das ist alle gemessen in 94, das waren Weltrekords und die sind noch immer dort. Ja? Und dann haben wir jetzt die neueste Erweiterung gemacht und das ist alles konzentriert mit das neue Format Auro 3D, was die dritte Dimension in Sound dabei bringt. Und darüber wollen wir gleich ausführlich nochmal sprechen. Aber jetzt nochmal zu den technischen Daten, weil natürlich unsere Heimkino-Fans, die sich ja auch teilweise ihre Räume umgebaut haben in ein kleines Heimkino, natürlich sicherlich beeindruckt sein werden, wenn wir mal ein paar Daten sagen. Also eine Leinwand hier ist ungefähr breit. 13 Meter weit, ist ungefähr 8 Meter Höhe. Ja. Und dann die Tiefe von diesem Raum ist 22 Meter. Ja. Das ist ungefähr eine 9 Meter Höhe, 10 Meter akustische Höhe. Ja. Das so. Aber das ist hier ein idealer Mixingraum. Ja. Lass mich sagen, das könnte auch ein ideales Heimkino sein, aber für Heimkino ist etwas zu groß. Ich lache mich sehr oft, das ist das größte Heimkino, der ist. Aber das hat zu tun natürlich mit meinen Eltern, wohnen hier und ich sitze in den Garten noch immer von meinen Eltern. Mit das ist ein Geschäft von 5000 Quadratmeter hier. Ja. So, das ist so. Lass mich so sagen, das Dubbing Stage, wir haben ja auch zwei Mischpulten hintereinander. Ja. Das Gedanke ist, dass hier wie eigentlich alles, was Film kommt, das kommt hier beieinander zusammen. Wir haben auch verschiedene Pre-Dub Rooms, ja. Das sind, wo die Mischungen gemacht werden, vor der nicht, lass mich sagen, Dialog, Folie, Musik, das wird alle in die andere Studios vorausgemischt und dann kommt das hier alles zusammen. Ja. Und dann hier wird zusammen mit dem Filmdirektor werden die finale Entscheidungen gemacht. Typisch läuft so ein Misch für einen Film zwei, drei Wochen in diese Kino. Aber dann kann man hier hören, wie es echt in einem großen Kino klingt. Das kann man eigentlich nicht so in einem kleinen Raum kontrollieren. Das braucht man die Akustik und so weiter. Man braucht das insgesamt auch Großbild, um die Dynamik zwischen Bild und Klang, um die richtig zu setzen. Ja. Und ja, das sind diese Menge hat, diese Mischpult hat 2000 Kanäle. Ja.
Und das ist, man denkt, das ist genug, aber doch unglaublich. Ja. So, das heißt, hier werden wirklich nationale und internationale Kinoproduktionen werden hier wirklich abgemischt. Ja, das sind internationale Produktionen und auch nationale auch. Ja. Mhm. Und, aber das sind bekannte Filme, die hier gemacht werden. Papa Westspiele vielleicht mal? Ja, die letzte, die wir gemacht haben, war auch letztes Jahr mit Oliver Hirschbiegel, die Der Untergang gemacht hat. Hatten wir auch der Prinzess Diana gemacht. Ja. Mhm. Wir haben hier jetzt, letztes Jahr waren wir nominiert mit einem Oscar für einen Film. Auch die Filme von Cannes, die Top 4 von Borgmann. Ja, das sind doch Filme, die internationale Versionen für Elysium von Sony haben wir hier gemacht. Und da kommen neue, ja, die neue, den Spider-Man internationale Versionen werden jetzt gemacht hier auch. So von, wir haben viele internationale. Ich melde mich Arbeit. Da gerne nochmal zu an. Dann komme ich gerne nochmal und setze mich mal in die letzte Reihe und schaue mal zu. Aber das Kino selber ist ja, das war vorhin der Hinweis, das ist das leiseste Kino jetzt, also von der Abschirmung her, von der ganzen Akustik her gewesen, weil das hier auch auf Gummifüßen ist. Also es ist wirklich komplett entkoppelt worden. Ja, genau. Ja. Eigentlich jeder Raum, wir haben insgesamt so 15 Räume, die stehen auf Metallfedern. Mhm. Und die haben eine Isolation von weniger wie 3 Hertz. Man muss so tief schon anfangen, um 20 Hertz, das Tiefste, was wir hören, wir sind die Low End, ja, um die entkoppeln zu können. Ja. Und so können wir eigentlich interaktiv mit jedem Raum hier zusammenarbeiten, ohne dort irgendwo einander zu stören. Und das ist eine unglaubliche Technologie, ja, und auch einzigartig. Das sind sehr, sehr wenig Studios, die so gebaut sind. Aber das macht eine unglaubliche Kontrolle auch von der internen Akustik. Und dieses Gebäude ist bei einem Geschäft in München, Concept A, die haben die komplette Akustik gemacht hier und ist auch so gut, wir mussten mit diesen Lautsprechern, die wir haben, mussten wir nichts in die, in diese Prozessung ändern. Das ist natürlicher Sound und so klingt es auch am besten. Wir sind ja hier, weil wir uns über Auro 3D unterhalten möchten. Und das ist ja nun mal hier ein Produkt oder eine Technik, die hiermit entwickelt worden ist. Die ist von dir entwickelt worden. Ja. Du hast da angefangen 2005, 2006. 2005 habe ich eigentlich die ganze Konzept entwickelt. Ja. 2006 bin ich angefangen, mir die Technologie zu entwickeln. Das hat mir ungefähr vier Jahre genommen, ja, für auch die Patenten gegründet sind. Und dann Ende 2010 bin ich damit nach die Marke gekommen. Und 2011 ist das angefangen, dann ist auch Barco, unser Partner für Cinema, exklusiv Partner für Cinema Industry, damit angefangen. Mhm. Und dann ist auch George Lucas hat dann Ende 2011 gesagt, mein nächster Film kommt raus in Auro 3D. Skywalker Sound hat das integriert in ihr System und so ist es weiter. Jetzt ist es weltweit. Jetzt wir haben ja, die meisten, mehr wie 30 von diesen Studios weltweit, haben das System schon integriert, mischen schon Filme. Also Studios, das heißt die jetzt die Filme wirklich erstellen. Denn es gibt eine ganze Menge Filme schon. Das ist den meisten, die jetzt hier zuschauen, noch gar nicht bekannt, weil sie gar nicht wissen, dass da im Kino vielleicht ein Film läuft, der eigentlich schon auch in Auro 3D vorliegen würde. Ja, das heißt, da wird wirklich mit den namhaftesten Anbietern und namhaftesten Studios schon zusammengearbeitet. Ja, wir haben alle Top-Studios in Hollywood. Fox hat jetzt 2 Systeme, Warner hat 1 System. Sony hat ein System, wo jetzt diese Spider-Man 2 Film gemischt wird. Ja. Skywalker Sound, Dubstage, wir sind in Hollywood, aber nicht nur Hollywood. Also die Creme de la Creme. In Bollywood haben wir schon 7, in Indien, einen riesen Markt, die machen die meisten Filme in die Welt. Mehr als Hollywood, ne? Und China ist auch jetzt gut voraus, ja. Korea ist schon dort, ja. So überall, was wir sagen, Europa ist eigentlich am langsamsten, das ist komisch, ja. Wir hängen mal wieder ein bisschen hinten dran, ja. Echt, wir hängen dran, ja. Das ist aber wir kommen dafür umso heftiger jetzt, weil ich habe gehört, ihr macht jetzt demnächst auch eine ganze Menge, weil wir müssen natürlich gleich erstmal erklären, was ist Auro 3D, also unbedingt dranbleiben, wir erklären das natürlich, aber nur mal eben zu einer anderen Seite, also produziert wird schon eine ganze Menge, jetzt kommen auch die Kinos und haben festgestellt, im direkten Vergleich auch zu Alternativsystemen, dass, also alternativ kann ich ja ruhig sagen, ist Dolby Atmos sicherlich, was man im gleichen Atemzug immer nennt, weil das sind eben zwei, Auro 3D, Dolby Atmos, sind zwei Systeme, die versuchen, den Raumklang, den Klang deutlich zu verbessern, das Ganze realistischer zu machen. Wir haben über Dolby Atmos vor einiger Zeit ja mal einen Bericht gemacht. Auro 3D arbeitet nach einem etwas anderen Konzept, oder das wirst du mir natürlich nochmal deutlich erläutern. Und das ganze System kommt jetzt wirklich massiv in die Kinos, Auro 3D. Ja. Also es gibt eine Menge Säle, die sich jetzt entschieden haben, wir werden Auro 3D installieren. Ja, wir haben ungefähr jetzt 400 Säle
400 Zahlen, Theaters, ja, mhm. weltweit konfirmiert jetzt und das geht schnell voraus. Das ist unglaublich, wie Leute jetzt sehen. Wahnsinn Dynamik. Ja, aber sehr, sehr, sehr oft ist das so. In Anfang muss man natürlich das Vertrauen haben, kommt da Content, kommen da Filme daraus, können wir die Investierung machen. Aber jetzt sieht die ganze Industrie, oh, es ist jetzt der nächste Schritt. Und das ist eigentlich die beste Investition, die wir jetzt machen können, um die Kino, lass uns sagen, die Leute, die nach Kino gehen, um die irgendwo diese neue Erlebnis, diesen neuen Immersive Sound zu geben, zu erfahren lassen. Ja? Weil das ist eigentlich Aura 3D. Das Punkt ist, das Gedanke ist, wir fügen die dritte Dimension zu. Und diese, wir haben immer gedacht, Surround Sound ist 3D Sound. Das mhm. hat so die Marketing uns mhm. glauben lassen, mhm. aber das ist nicht so. Eigentlich ist Surround Sound nur eine Fläche und was wir vermissen, ist diese Höhe. Und deswegen ist es so wichtig, diese, ich habe am Anfang nur gedacht, okay, das macht so vielleicht etwas Reverberation oder was Reflexionen extra, aber das ist nicht so. Das gibt unterbewusst eine komplett neue Erfahrung. Das ist, wie man dort ist. Ja? Plötzlich wird unsere Hirne, die werden so getriggert, ja? Aber es ist ganz wichtig, wie das funktioniert. Und deswegen haben wir auch diese Feedback in den Markt, wenn man die zwei Formate miteinander vergleicht, ja? Dass wir irgendwie die meist lass mich sagen, immersive Effekt, das Einlebensgefühl ist. Und das hat zu tun, wie unser Speaker-Layout gemacht ist. Ja? Wir verteilen das in drei Layers, in drei Ebenen. Ja. So, ganz wichtig, wenn man einen Picture anschaut, ja, oder einen Movie anschaut, mhm. und man will das Gefühl haben, dass man dort ist, dann soll man alles, was von das Bild in die Wand steht, man soll, wie man dort steht, muss man haben. So irgendwo, wenn man eine Stadt ansieht mhm. und man sieht einen Wagen vorbeikommen und einen Fahrrad und so weiter, dann soll man das hören, wie das ist, wenn man dort steht. Ja? Oder wenn Sachen nach oben oder auch die Reflexionen. Ja? Und ich habe dann mit vielen Testen gesehen, wir brauchen drei verschiedene Layers. Viele Leute denken, dass wir Sounds positionieren können, vertikal wie horizontal, aber das ist nicht so. Unser Hörensystem ist ganz oft das Horizontale gerichtet. Ja? In Anfang, wenn ich Sounds, Sie wissen, auch in Stereo können Sie viele Sounds virtuell setzen. Ja? Aber horizontal, vertikal geht das nicht. In Anfang, wenn ich so Sounds gepennt habe, habe ich gedacht, irgendwo funktioniert etwas nicht in meiner Technik. Ja? Aber danach habe ich meinen Kopf gedreht und dann habe ich gehört, wie es nach oben geht. Aber wenn ich es so mache, höre ich es nie, weil da kein Zeitunterschied ist. Menschen sind sehr empfindlich für diesen Zeitunterschied. In unser Hirn kommt das in Cortex zusammen und das ist nur 4 bis 5 Millionen auf eine Sekunde. So okay. 4 bis 5 Mikrosekunden. Mhm. Das ist die gleiche Wellenlänge wie eine 200 kHz Sample. Und das ist der Grund, warum wir bis 200 kHz Zeitunterschiede hören können. Das ist diese Higher Sample Rate. Das hört man auch bei Super Audio CD. Wir können diese Zeitunterschiede hören. Nicht in Frequenz, aber in Zeitunterschied. Und ich habe gesehen, mit diesem Format habe ich angefangen zu sehen, wie erfindlich die Mensch ist mit Sound. Ja? Und auch mit 1 Million Lautsprecher um uns sind, können wir nicht den natürlichen Soundklang wiedergeben. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, man soll das machen mit so wenig wie möglich Kanäle, weil jeder Kanal extra macht auch Probleme, Phaseunterschiede und so weiter. Und das ist das ganze Aura 3D-Konzept. Wir machen irgendwo die ganze Umgebung wie eine Illusion, dass man dort ist. Und das ist eine komplett neue Erfahrung, nicht nur in Film, aber auch in Games, in Broadcast, in Musikwiedergabe. Ja. Das hat so viele, alles was das Audio ist, überall wo Audio dort ist, ja. Und wir machen das eigentlich auch mit einer Technologie, die es in unkomprimierte Qualität bringt, mit PCM. So, wir haben keine, lass wir sagen, das ist nicht wie Lossy Quality, Qualität, wie wir kennen von MP3 oder iTunes, ja, die viel Verzerrung gibt, weil das gibt auch irgendwo einen Druck. Ja. Nein, das ist ganz entspannend. Und das haben die Leute schon erfahren, wenn sie in Aura 3D etwas ansehen, ist so viel entspannender anhören. Da gab es ja einige Tests in Amerika unter anderem, wo es dann wirklich, dann ging das Kinoketten gesagt haben, wir würden gerne mal Aura 3D gegen jetzt so eine von mir aus sogar Dolby Atmos natürlich dann direkt mal vergleichen. Ja. Da waren also dann die Zuschauer natürlich gefragt, nicht die Techniker, sondern wirklich der Anwender. Und da war es dann wohl so, dass die Zuschauer sagen, ja, wir haben erstmal einen Riesenunterschied gemerkt. War das richtig soweit? Ja, ich habe einiges gelesen im Vorfeld. Das ist eine die größte Kette, ja. Einfach die beste, lass wir sagen, Kunden von der Hollywood Filmindustrie. Ja. Die haben gesagt, lass uns natürlich diese zwei Produkte mal nebeneinander vergleichen. Ja. Und die wollten
das echt mit Kino. Und ihr durftet nicht dabei sein, ne? Nein, die haben gesagt, wir wollen es nicht mit Spezialisten, wir wollen es nur mit unseren Kunden mal austesten. So, die haben das gut ausgetestet, Blindtests gemacht und so weiter. Und dann haben wir dann irgendwo, Leute haben das, den Feedback war okay, den Auro 3D war das meist Filmsound, meist natürliche. Das lenkt nicht so ab und so weiter. Wir haben da sehr gute Feedback bekommen und dann hat Cinemark entschieden, nur für Auro 3D zu gehen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Die installieren jetzt 150 Systeme. Ja? Und auch die gleichen Tests sind überall gemacht, nicht nur dort. Ja? Auch in Indien haben die Leute diese zwei, weil wir werden natürlich immer verglichen mit diesen zwei Systemen. Ja? Und weil wir haben viele Vorteile, weil unser System ist doch etwas einfacher zu installieren. Das wäre jetzt mal meine Frage. Also wir müssen mal unterscheiden, einmal zwischen dem Kinobereich und das, was wir natürlich auf jeden Fall hier gleich erwähnen werden. Wie ist es denn, kann ich das demnächst nach Hause holen? Und da werden wir gleich ein paar nette Antworten haben. Denn Auro 3D ist eben in der Lage, hier mit relativ wenig an Aufwand dieses Rundum-Erlebnis zu bekommen. Aufwand heißt ja nun mal auch häufig Kostenseite her für die Kinobetreiber. Ja. Wenn wir uns jetzt mal dieses Kino hier anschauen, das ist ja nun mal hier das Perfect-Kino, sag ich mal, wo Auro 3D perfekt gezeigt wird. Worauf muss ich jetzt achten? Was will ich an Lautsprechern denn hier noch installieren müssen, um dann diesen Effekt zu bekommen? Ja. Also wir haben ja hier so beleuchtete, das können wir mal einblenden, das sind also jetzt hier die Lautsprecher, die installiert worden sind, sind alle schön beleuchtet, ist ja wirklich genial hier, ich will auch gar nicht mehr raus hier. Wir haben auch welche an der Decke und dann haben wir hinten an der Rückwand gleich welche, das blenden wir mal ein. Also was haben wir denn an Kanälen überhaupt? In die Rückwand haben wir auch, das ist auch ganz wichtig zu sehen, wir haben insgesamt 6 Lautsprecher an diese Fernsehen. Sie sehen die 6 Lautsprecher dort. Ja? Ja. Und das ist auch sehr wichtig. Das meist Wichtige in Immersive Sound ist nicht dieser Oben-Sound oben uns. Viele Leute denken, Immersive, das muss dort sein. Nein, das ist überhaupt dort. Das hat viel zu tun mit unserem Überlebensinstinkt. Ja? Wir haben Millionen Jahre in uns. Ja? Viele Leute wissen nie, aber wir sind mehr gefühlig für Sound, die von hinten uns kommt, dann vorne. Wir können das besser hier analysieren, aber wir sind ungefähr 2 dB mehr gefühlig für Sounds von dort. Ja? Das hat zu tun. Das kommt aus der Steinzeit, Gefahr. Wenn der Mammut von hinten kam. Ja. Und dann und unser Bewusstsein geht sofort reagieren und uns informieren. Pass auf, ja. Und die Feind waren nicht so oft dort. Sehr das stimmt. Oft. Die meiste Source Sound in Leben kommt noch von ihr Level. Man muss, dieser Bereich ist das meist Wichtige. Und ich habe am Anfang gedacht, dass natürlich die Source Sound ist wichtig. Und das ist nicht so. 90% von was wir hören, sind die Reflexionen. Und es sind die Reflexionen um diese Source, diese Early Reflections, die machen die insgesamte Farbe. Und wenn man diese Vertical Stereo Field, das ist anders wie ein horizontales Stereo Field. Ein horizontales, das kann man in 60 Grad, ist so den Standard geworden, kann man so sehr gut irgendwo das insgesamt wie einen kohärent Field spüren. Ja? Aber das, wenn man das vertikal macht, 60 Grad, dann hört man nur 2 verschiedene Sachen. Wir hören das nicht wie einen kohärent Field. Ja? So, ich habe diese Kohärenz mal gecheckt mit hunderte Testen. Ja? Und dann habe ich gespürt, ab von 25 Grad zwischen die unterste funktioniert es sehr gut. Ja? Bis 35 Grad. So ideal ist irgendwo in 30 Grad. Und wenn man das sieht in einem Heimkino, das bedeutet, wenn man eine 5.1 Anlage hat, das ist sehr offen, nur typisch diese Lautsprecher gegen diese Decke hängen. Und dann hat man sehr oft so irgendwo zwischen diese, das muss nicht 100% genau, dass wir sagen 30 Grad sind, aber so zwischen 25 und 35 Grad ideal. Ja? Und das ist dieses Stereo, lassen wir sagen, diese Vertical Stereo Layer macht eine unglaubliche Transparenz. All diese harmonische, wenn man ein Orchester hört, dann plötzlich hört man die Tiefe. Man hört plötzlich so viel mehr Farbe, die richtige Timbre. Und Timbre ist viel wichtiger für uns, dann irgendwo Lokalisierung. Lokalisierung ist nur wichtig, wenn irgendwo Gefahr dort ist. Ja? Aber auch ist es so, wenn Sachen von Bild kommen und die bewegen sich mit einer Geschwindigkeit. Ja? So die Präzision von diesen Sounds, ja, die kann man mit Auro viel besser dann irgendwo normal mit 5.1 installieren. Ja? Und diese, lass wir sagen, in diese 6 Kanäle in vorne, das ist unik bei uns auch, das hat das Atmos nicht, die haben nur, lass wir sagen, die Left and Right. Ja. Diese Vertical Stereo Field, ja, das macht schon eine extra Transparenz. Und wenn wir in die Halle kommen, dann haben wir 3 Layers. Ja. So, wir haben diese, normalerweise diese Layer, die an unten sitzt. Ja. Das ist der normale Standard. Bei Dolby Atmos machen die dieses, die ganz geht alles nach oben. Oder, ne? Und
ja, das natürlich alles, was vom Bild kommt, klingt immer sehr hoch. Wenn ja. ein Fahrrad vorbeikommt, ja. der fliegt. Ja. Ja. Wir machen das echt wie normalerweise. Ja, das ist nicht ja, real. Man ja. muss versuchen, die Realität ja. zu, lass wir sagen, so kurz wie möglich zu kopieren und zu simulieren. Ja. Ja. Und dann da brauchen wir, lass wir sagen, sowieso den normalen 5.1. So, wir bauen unsere Systeme auf den Standard, wie der Standard jetzt in 5.1 in Kino sitzt. Also, die sollen das nie ändern. Aber da braucht man natürlich die zweite Layer, die dann irgendwo in die Hecke sitzt, weil Sachen, die von Bild bewegen, müssen dort und auch alles, was dazwischen steht, ja, kann man sehr gut, man kann so viel mehr, lassen wir sagen, Sounds oder Source Sounds, ja, positionieren, weil man solche eine Vertical Stereo Layer hat. Und dann am Ende diese Lautsprecher oben uns, die sind nicht so wichtig. Die sind nur wichtig für Flyover-Effekts. Weil, also da kommt wirklich ein Hubschrauber mal quer, so, das haben wir vorhin mal gehört, das war ja, man zieht den Kopf ein. Ne? Das ist wie man dort ist. Ja, ja. Genau. Aber dann braucht man natürlich diese Source-Quelle, die braucht man natürlich, wie sagen wir, diese Quelle, diese Sound, ja, ja. die muss man irgendwo fühlen, okay, den Direkt-Sound kommt jetzt von oben. Ja. Das können wir nicht psychoakustisch so aber etwas machen. Aber ist sicherlich der Kanal, der am wenigsten zu tun hat. Ne? Das ist am wenigsten zu tun. Mhm. Und auch in einem kleinen Raum braucht man diese nicht. Mhm. Wenn man Auro 9.1 hat, ja, mhm. Auro 3D ist das Format. Format von, lass wir sagen, Höheformaten von Auro 8.0 zwischen Auro 22.1. Wir haben ein ganz scalable, ja, lass wir sagen, Lautsprecheranordnungen und auch die Technologie. Das Auro 3D ist das Format. Aber Auro 9.1 ist dann 5.1 an Bottom für den ITU-Standard, ja, den normale 5.1-Standard. Und da oben nur diese vier Lautsprecher. Ja. Und diese sind wichtig, weil Leute sagen mal, ist vorne nicht genug. Es ist diese Quadraphonic zweite Layer, die das insgesamte, lass wir sagen, das 3D-Effekt gibt, überall hinter uns. Ja? Und wir sind, dass wir sagen, das Analytische von vorne ist wichtiger, aber es ist diese Umhüllung in 3D, dass das unglaubliche entspannende Effekt macht und auch diese, das Gefühl, dass man dort ist. Das kann man nicht nur erreichen mit 2 oder 4 oder 6 Lautsprecher in die tiefen Ebene beizusetzen. Es ist diese Höhe dabei, dass das umhüllende Effekt macht. Dann will ich nochmal zurück zur technischen Ausstattung. Das heißt also, wir haben beim Kino dann eigentlich nur noch die Notwendigkeit, eine zweite Reihe rechts und links mehr oder weniger zu installieren an Lautsprechern. Ja. Richtig, ne? Hinten das Gleiche auch. Und der Höhenlautsprecher ja, aber es hat nicht so viel zu tun, weil es einfach von der Natur aus nicht so vorgegeben ist. Außer ich gucke einen Film, wo dauernd nur die Flieger drüber kommen oder die Flugsaurier. Genau. Ne? Oder Drachen, wie war das nochmal? Drachen leicht gemacht. Dragon 2, ne? Kommt jetzt beispielsweise in die Kinos. Okay. Und wenn ich dann jetzt zurückgehe nochmal zu Hause, weil da wird der eine oder andere ja sicherlich jetzt mal mitgezählt haben, okay, die 5 Lautsprecher, die habe ich ja schon zu Hause. Also bräuchte ich ja nur noch über die jeweiligen Seitenlautsprecher nochmal einen weiteren nochmal drüber setzen. Ja. Und dann kriege ich schon hier mein Auro 3D-System für zu Hause. Ja, genau. Das kann man so sagen? Weil eigentlich, man muss nur diese 4 Lautsprecher dabei setzen. Ja? Natürlich muss man auch ein System haben, um das zu verstärken. So, sowieso muss man etwas extra verstärken haben. Ja, aber, kommen wir gleich. Aber jetzt kommt die Technologie. Ja. Unsere Technologie ist 1.80. Ja? Was habe ich verlassen? Eine 1.80. Wie sagt man das? Einzigartig. Das ich hätte 1.80 verstanden. Ja. Okay. Einzigartig. Ja, ja, einzigartig. Ja. Was ich meine mit unserer Technologie, die ist ganz besonders, weil wir haben eine Technologie gefunden, ja? Das ist ein Konzept, das ich in 2006 entwickelt habe, dass wir PCM, so unkomprimierte, lass wir sagen, Kanäle, aber wir können die zusammen mischen und normalerweise kann man dann nicht wieder zurück nach das Original. Unsere Technologie erlaubt das. So, wir haben gefunden, wie wir die Hörkanäle mischen in eine normale 5.1. Diese 5.1 kann man auf eine normale Standard Blu-ray setzen. So, Leute, die heutzutage, die Blu-ray, die heute haben, muss keine neue Blu-ray kommen, muss nichts neu kommen. Das Einzige, was man braucht, ist die Technologie, die Decoder, ja, und die sitzt dann in unser AV-Receiver. Ja, und diese macht dann von dieser 5.1 eine normale. Aber diese 5.1 ist auch noch immer PCM. Normalerweise, wenn man so etwas macht, ist das ein Datenträger. Ja? Aber das ist es bei uns nicht. So, die insgesamte Format kommt in die Welt, ja, mit einer normalen 5.1. So wird es auch in Kinos gemacht. Kinos, die dann keine Auro 3D Decoder haben oder die Technologie nicht haben, die hören die normale 5.1 an und die klingt echt genau wie eine normale 5.1. Ja? Aber wenn man natürlich diese Technologie hat, kann man auf die gleiche Träger wieder die originale Misch anhören.
Das heißt ja, ich brauche also in Zukunft keinen neuen Blu-ray-Player, nichts. Das kann ich alles behalten, weil es über das PCM-Signal übertragen wird. Also mittels HDMI, optisches Kabel, was man so alles kennt. Perfekt. Ich brauche dann aber einen neuen Verstärker, weil der hat ja bis dato noch kein Auro 3D-Logo vorne drauf. Ja, genau, den würde es dann geben. Ja. Und der kommt auch, so viel können wir verraten. Da würden also Sachen jetzt in nächster Zeit kommen. Somit sind wir wirklich, wir haben jetzt, was haben wir, März 2014. Also in den nächsten Monaten wird sich da einiges tun. Und das war's dann. Ja? Und dann brauche ich nur noch ein paar Lautsprecherkabel mehr legen und dann kann ich das hören. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Blu-rays gekauft habe und die sind im Kino schon mit Auro 3D gelaufen, ist dann in der Blu-ray dann das Signal auch schon drin? Da kommen verschiedene, da sind schon Blu-rays auf dem Markt, die das haben. Und dann steht das auch Auro 3D. Das steht dann auf der Rückseite auch schon drauf. Das Logo steht dann schon drauf. Wenn das Logo drauf steht, dann hat man schon, und da kommen jetzt viele Blu-rays drauf. Ich glaube, vor Sommer haben wir insgesamt ungefähr 100 Blu-rays, die jetzt drauf kommen. 70 sind Musik, 30 sind Filme. Bei Musik macht ihr viel, ne? Oh, Musik, das sind mehr wie 180 Alben schon in Auro 3D aufgenommen. Cool. Also Filme, aber kommt eben auch richtig. Hier geht's zur Sache dann. Ja. So, und dann kann ich, dann habe ich mein Auro 3D. Was ist denn, wenn ich jetzt mein Riesenarchiv von Hunderten von Blu-rays, die eben noch nichts mit Auro 3D haben, welchen Vorteil hätte ich denn da? Gibt es da so einen Knopf, der dann Simulation heißt, Auro 3D? Also der so ein wenig dann das zu versucht zu simulieren? Ja, Patrick, da haben wir etwas außergewöhnlich auch, ja. Sie müssen das erstmal erfahren, bevor Sie das glauben. Hören ist Glauben hier. Ja? Wir haben eine Technologie, die in einem Mono, Stereo oder 5.1, die macht einen Algorithmus und einen Upmix und das macht die ganz natürliche Umhüllung mit natürlichen Reflexionen. Das ist nicht, dass wir Reverb zufügen. Ja? Das ist ein Algorithmus, die, lass wir sagen, die Reflexionen, die in das Original sitzen, werden dann in eine dreidimensionale Umgebung gesetzt. Ja? Und man glaubt es nie, aber man hört Stereo und Mono alte Aufnahmen und viele Leute denken, das ist neu gemischt worden. So natürlich klingt das. Ja? So man kann die ganze Content, die man zu Hause hat, kann man dann jetzt auch erfahren mit so einer Installation, aber echt in einer 3D-Umgebung. Also wir haben die Chance gehabt, hier vorher natürlich mal reinzuhören, weil ich habe das System nun vorher auch nicht gehört. Ich habe es nur mit Fachleuten besprochen, die wir alle ziemlich leuchtende Augen hatten. Und wir sind hier zu dritt hier. Also es ist für uns ein heimlicher Feiertag, muss man wirklich sagen. Wir haben feuchte Ohren bekommen, um es mal so auszudrücken, weil uns wurden natürlich mal wirklich ein paar tolle Beispiele gezeigt, ob das jetzt Filmausschnitte waren, die wir eigentlich schon kannten, aber noch nie mit Auro 3D hören konnten. Oder ob es natürlich auch wirklich Musik war oder wir hatten dieses Orgelspiel, was da in der Kirche war. Also Augen zu, ich hätte gedacht, ich wäre im Kölner Dom gewesen. Genau. Das ist also wirklich äußerst beeindruckend und ich bin sehr begeistert, dass wir also hören können, dass das wirklich für zu Hause auch demnächst verfügbar sein soll. Das ist eine klasse Sache. Ich würde sagen, wir machen mal in der nächsten Szene, schauen wir uns mal ein bisschen um, was wir hier auch so alles sehen können. Gut, Patrick. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, ja, ich habe das auch mal vor 30 Jahren gespielt, so Béla Bartók und Co., aber leider kann ich es nicht mehr, aber du spielst regelmäßig. Ich bin eigentlich kein Pianist, mein Instrument ist Orgel, ja. Ich habe noch vier Jahre für Versi, für deutsche Hersteller Versi, drei Jahre Demos gemacht, Konzerte gegeben, zusammen mit großen Leuten wie Klaus Wundrich, Franz Lambert war damals da, ja, Kurt Prina. Und ich habe 5 erste Preise, Hochschule, Konservatorium, ich habe so Orchesterarrangements, Harmonien, Kontrapunkt und so weiter gemacht. Ja. Und das war eigentlich mein erster Teil von meinem Leben. Ich habe wie ein Künstler 160, 170 One-Man-Shows gegeben, Konzerte gegeben für Leute. Und dann bin ich mehr Produzent geworden, habe ich mehr wie 20 Platina-Schallplatten produziert.
Wir waren sehr bekannte internationale Künstler dabei, bin ich auf mir auf Tour gegangen, habe ich und dann bin ich irgendwo Ende Jahre 90, wenn das neue Komplex hier fertig war und diese unglaubliche Halle, bin ich angefangen mit Musik für Film aufzunehmen. Weil diese war auch eine eigene Komposition. Ich habe viele Sachen selbst komponiert, arrangiert für große Orchester und so weiter. Bin dann auch in Studios wie in London und in Abbey Road, in Air Studios, in alten Studios aufgenommen. Und dort habe ich viel gelernt, auch Sachen, die ich nicht gut fand. Ja. Und so bin ich zusammengekommen nach einem Konzept, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwo einen interaktiven Studiokomplex machen, wo ich all diese Möglichkeiten zusammen habe, von technischer Art, von akustischer Art, aber ich will so das kombinieren können, wie ich das in die Produktion kombinieren möchte. Und dann, dann habe ich so gesehen, ja, so ein Komplex, dann habe ich auch verstehen, dass es nicht so einfach ist, so etwas zu realisieren. Bin ich nach die besten Architekten in die Welt gegangen, Leute, die wissen, wie so Studien und so weiter gemacht sind. Ja? Und die haben alle gesagt, Wilfried, das ist nicht möglich. Ja? Das geht nicht, so visueller Kontakt zwischen all diesen Räumen und keine Übertragung vom Sound. Und dann habe ich gesagt, ja, können Sie nicht etwas entwickeln dann? Und die haben gesagt, hey, pass auf, das ist nicht wie Elektronika, das ist nicht wie Software, das ist Physiker, die Gesetze von Physiker, die entwickeln sich nicht mehr so, ja. Und dann habe ich gespürt, ja, zusammen mit Eric Dessart von der Gruppe von Gerber, das ist auch eine bekannte deutsche Gruppe, ja, von Top-Ingenieuren, die auch für NASA und Boeing arbeiten und Universität von Leuven. Dort habe ich zusammen einen Plan gesehen und haben gesagt, okay, können wir so etwas zusammenarbeiten? Und dann haben die Leute gesagt, ja, das ist nicht einfach, das ist eine unglaubliche Herausforderung, aber wir sind angefangen und dann haben wir, insgesamt sind 11 neue innovative Sachen entwickelt geworden, ja, und eine von den Sachen sind Gläser, ja, die dickste Gläser von Europa, jetzt weiß ich jetzt nicht mehr, aber damals war es so, die sind auch in Deutschland produziert, das war so ein 11 cm dickes Glas, so ein Glas, das hier in die Mauern steht, hat ein Gewicht wie mehr wie ein Ton, ja. Und wenn man von einem Raum nach einem anderen sieht, dann sieht man insgesamt durch mehr wie 20 cm voll Glas. Ja? Und mit dieser Luft dazwischen und diesem Abstand, den Weg, auch wie die isoliert sind, ja, gibt es eine Isolation von mehr wie 100 dB. Ja, was bedeutet das? Wir haben noch niemals einen Sound, auch nicht die Frequenz besser, von einem Raum in einen anderen gehört. Und Wahnsinn. Das ist nicht overengineert. Wir haben nur eine Reserve von 3, 4, 5 dB maximal, wenn es echt aber sehr, sehr laut steht. Ja. So, wir können hier in dieser Halle eine Harfe aufnehmen und daneben kann Rammstein, die auch hier in dieser Halle aufgenommen haben, ja, können voll Gas geben. Ja. Die stören einander komplett nie. Was ist hier alles in dieser Halle bis jetzt schon so gemacht? So als Beispiel mal da hinten stehen, was ihr sagt, Guano Apes. Oh, Guano Apes, Pur hat hier gearbeitet, Peter Maffay hat viele Sachen getan, James Last war hier mit Produktionen. Viele deutsche Künstler sind hier gewesen und das ist, Rammstein war auch einer von unseren Kunden. Ja. Da ging es aber zur Sache hier, was? Ja, aber pass auf, das war immer schön hier zu sehen, diese Extremen. Wir machen auch super klassische Musik, wir machen das insgesamte Genre, von Jazz, aber internationale Welt. Weltweit bekannte Namen sind nach hier gekommen, nur für die Qualität. Diese Halle ist die meist leise Halle in die Welt zum Aufnehmen. Wir haben einen Background Noise, also diesen ist weniger wie 15 dBA. So dass, also wenn man hier stillsteht, man hört nichts mehr, man hört nur noch das eigene Rauschen. Ja. Und das macht eine unglaubliche pure Soundqualität. Ja. Weil man auch so von die Keyboards von Roland und Yamaha, die Leute sind nach hier gekommen, die Piano-Sounds aufzunehmen, weil diese Background-Noise so speziell leise ist. Ja. Dann, das war die Basis von den Neuentwicklungen, von den neuen Keyboards und so weiter. Ja, das steht noch nicht fest. Der ist noch nicht fest. Und so das Insgesamte hat natürlich, diese Halle ist in viele Sachen benutzt, nicht nur für klassische Aufnahmen, auch Pop. Ja. Wenn wir hier diese Draperien, ja, die Aufnahmen Trommler wie Simon Phillips und von Toto und große den von Madonna den DTS 7.1 CD mit Omar Hakim, diesen Trommler von haben wir hier gemacht mit Tom Hapke, mit große Namen sind überall hier gekommen, um diese Drumaufnahmen auf diese so lass wir sagen so knappig und so akustisch wie möglich, ja. Das Schöne von diesem Raum ist, dieser Raum hat irgendwo eine Luft drin. Ja? Und wenn man einen knallharten Sound macht, dann kann man diesen Druck mit aufnehmen. Ja? Und das hat viele Vorteile. Diese Halle hat irgendwo auch eine Variante in Akustik. Wir können von 1 bis 2 Sekunden variieren und das geht linear.
So, das bedeutet, wir können eine Orchester, klassische Aufnahmen hier perfekt aufnehmen und wir haben hier Orchester, lassen wir sagen, bis 50, 60 Personen. Wir können bis 90 platzieren, aber das Volumen wird dann etwas saturiert. So, Filmmusik ist sehr oft so in diesem Orchesterbereich. Mhm. Ja. Und wir haben in Brüssel auch noch ein Geschäft und dort ja, noch größer. Ja. Dort haben wir eine Zusammenarbeit mit Flagey in Brüssel. Ja. Mhm. Das ist eine Konzerthalle, wo ungefähr ja, 1500 Plätze sind. Mhm. Dort machen wir dann die philharmonische Aufnahme. Aufnahme mit Chor und so weiter bis 100, 150 Leute. Ja. Das passiert auch mal. Ja. Diese riesengroßen Tracks wie Ennio Morricone und so weiter, die werden so in diese Sachen Platz aufgenommen. Ja. Wie kommst du in diese Musik? Ist das von der Familie vorgeprägt gewesen? Haben sie dich in die Vorkinder-Musikschule geschickt oder lag das in der Familie? Wie kam es? Mein Vater, er spielt hier in der Harmonie, so in einem Brassband. Ja. Ja. Und dann, wenn ich 8 Jahre alt war, hat er gesagt, Wilfried, wir brauchen eine Trompete. Und dann bin ich angefangen mit Trompete zu spielen und das hat mich immer gefreut. Und dann bei 12 bin ich in Kontakt gekommen mit so einem Hammond-Orgel. Ja. Und da habe ich gesagt, wow. Und dann Synthesizers. Pass auf, jetzt muss ich, ist es schwer vielleicht für junge Leute darin zu denken, aber ich spreche jetzt über eine Periode, Computer war nicht da, MIDI war eben noch nicht dort. So von viele Lass mich raten, 70er, Anfang 80er? Ja, das war Mitte 70er. Mitte 70er. Ja, also Mitte 70er. Die erste Synthesizer in Belgien ist hier importiert in 76, 77. Mhm. Und die hatte ich dann gekauft. Und damit war ich sofort schnell, wenn ich 15, 16 Jahre war, in Studios, Sachen aufzunehmen mit den Synthesizern. Und so bin ich in Kontakt gekommen mit der Studiowelt. Und dann habe ich gedacht, oh wow, das ist interessant. Und ich habe mich immer interessiert in die kreativen Möglichkeiten von neuen Sounds und so weiter. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das will ich weiter durchsetzen. Und dann, wenn ich 18 Jahre alt war, habe ich für die erste Mal Quadrophonie gehört. Ja. Und das hat mich einen unglaublichen Eindruck nachgelassen. Da habe ich gedacht, wow. Ja. Mhm. Und dann habe ich immer Jahre gewartet, bis die Quadrophonie gekommen sei. Und das ist nicht gekommen, aber wenn dann DVD dort war mit 5.1, dann habe ich auch hier in dieser Studie, die erste Musikstudie in 5.1 in die Welt entwickelt, lass wir sagen zusammengebaut und dann auch mit Herstellern wie SSL die erste Mischpult für Musik in 5.1 dort gestellt und dann haben wir so viele 5.1 Aufnahmen gemacht und ich habe immer geguckt, was ist der nächste Schritt, was ist die nächste, okay, dann ist 7.1 gekommen, haben wir die erste Mastering Studio weltweit in 7.1 gebaut, zusammen auch einen Mischpult von SPL, auch einen deutschen Hersteller. Top Qualität. Ja. Und dann haben wir dort diese Mischpult in 7.1 Mastering Mischpult, ist eine weltweite Referenz geworden. Ja. Dann haben wir auch für DTS dort unsere erste 7.1, lass wir sagen, Datentrager, Demo-Disc gemacht. Ja. Und dann ist ein Jahr später ist dann diese Entdeckung gekommen mit das 2-2-2-Format, 2 plus 2 plus 2, das Quadraphonie mit zwei Layers oben. Ja. Das war Werner Dabringhaus, ein deutscher Ingenieur, die klassische Musik aufnimmt, die gesagt hat, ja, was kann ich mit 5.1 mit einer LFW in klassische Musik machen und Center auch nicht so. Und er hat diese zwei Kanäle nur oben gesetzt. Und dann habe ich das gehört und habe gesagt, warum ist das so viel mehr? Und dann bin ich mit diesem Format, habe gesagt, das ist natürlich etwas, was ich weiterentwickeln will. Dann habe ich die ganze Speaker-Layout kompatibel gemacht mit 5.1, auch scalable Formats gemacht mit anderen Marken, die Technologie dabei gesetzt, die Upmix, das Ganze insgesamt. Und dann habe ich gespürt von, wie ich schon gesagt habe, wann ich dann Auro 9.1 für die erste Mal gehört habe, und dann habe ich gespürt, das ist, für mich hat das so das gleiche Gefühl gehabt, wie die erste Mal Quadrophonie gehört haben. Das sind so manchmal im Leben von diesen emotionalen Momenten, wenn die für das erste Mal erfahrt, das ist so, das vergisst man nie. Ja? Und das ist für mich die erste Mal, wenn ich Quadrophonie gehört habe, auch die erste Mal, wenn ich Auro 9.1 gehört habe. Und ich spüre, viele Leute haben das. Viele Leute sagen, ja, noch in Jahren habe ich das nicht. Leute, die schon Jahren, jedes Jahr in Sound, die ganze Profi schon 20 Jahre machen, die sagen mir sehr klar, das habe ich in Jahren nicht erlebt, ja? Weil das ist eine komplette neue Dimension, die dabei kommt. Also ich kann es nachvollziehen, absolut. Also uns ist es ja nun auch, wir hatten jetzt vorhin eine Stunde Pause und haben uns das nochmal hier klein angeschaut, wo wir gleich mal rübergehen, wenn das Studio ist. Es ist wirklich beeindruckend und ich sag mal, der Platz in der Geschichte der Musik wird hier sicher sein, denke ich mal, bei der Geschichte, weil was da rauskommen wird und was da wirklich kommen wird, ist phänomenal. Und ich freue mich wirklich, das in absehbarer Zeit mal wirklich dem Endkunden mal zu demonstrieren. Fachleute sprechen ja schon seit langem darüber, deshalb sind wir ja auch hier. Mhm. Aber wir wollen es natürlich auch wirklich mal zeigen, wie es dann demnächst zu Hause wird. Und ich denke mal, lassen wir uns noch was einfallen. Mhm.
Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Da drüben habt ihr noch tolle Studios. Und da wollt ihr uns mal im Kurzen vielleicht einen Blick zeigen. Ja, ja? Okay, also hier ist eben auch wirklich dann, was heißt, bis zu 90 Leute im Extremfall. So 50, 60 passen schon gut rein hier. Ne? Wenn das ist ideal. Muss, 50, 60 und auch diese Airco. Das ist ein Airco, den man nicht hören kann. So die ganze Airco, die sind die Dynamo Buenos Aires. Das ist Supersonic, ja? Das ist ein Loch in den Mauer, ja? Ja. Aber die ganze Loch ist ein, seit 10 Meter, fast 11 Meter breit. Und die blast in diese Halle Luft mit den gleichen Geschwindigkeit wie hier, weil das sind all diese Bunker sind mit Bodenheizung, ja? Und dann haben wir so einen 22 Grad das ganze Jahr durch kontrolliert, ja? Und man hört oder man spürt diese Luft nicht. Und wir haben dreifach pro Sekunde haben die ganze Luft ersetzt. Ja? So das ganze Orchester bleibt fresh den ganzen Tag. Das ist das Vorteil, weil wenn ich das hier, wenn die Airco nicht angeht und die sitzen 60 Leute drin, nach einer Stunde ist es 2-3 Grad Wärme und dann hat, nein, das wird alles hört falsch. Sich, hört sich auch schlechter an. Natürlich, ja. Und mit Müden und so weiter. Ja, hier bleibt man fresh, alles gut in Tune und das macht einen riesen Unterschied bei solchen Profi-Aufnahmen. Ja. Und man hat einen tollen Ausblick noch. Man ist hier mitten in der Natur. Ist, man sitzt in der Natur. Das im Garten der Eltern. Ja, genau. Ist doch schön. Klasse, dann komm. Okay. Zu sehen, eine von diesen Erfindungen ist diese Tür. Ja? So, diese hat ein Gewicht von 150 Kilogramm. Ja? Und sehen Sie, was passiert? Ja? So waren wir hier. Ja? Das eine Zentimeter bewegt das und hier sind Trübs darauf. Ja? Ah, es drückt sich da richtig rein. Wenn ich jetzt das mache, dann setze ich 400 Kilogramm Druck auf diese Tür. Ja? Und so isoliert sich das insgesamt 55 dB, eine Tür. Zwei Türen, 85 dB. Bei drei Türen wird es dann, das ist eigentlich unmessbar. Mehr wie 100 dB ist so schwierig noch zu messen. Ja, dann braucht man schon ganz spezielle Messgeräte, um nur noch das zu messen. Was man auch sieht, ist, wenn man von einem Raum nach einem anderen geht, die sind komplett entkuppelt. Die haben keine Verbindung. Die ganze Halle, diese Halle hat ein Gewicht von 1500 Tonnen, die steht auf Federn. Ja? Auch diese Decke, die man sieht, das ist nicht diese, dass wir sagen, die Obendecken ist noch einen Meter höher, das ist eine Stahlkonstruktion. Ja. Darauf liegt eine Platte von ungefähr 25 Zentimeter Beton. Ja? Und man sieht auch, das ist keine Wand, die irgendwo parallel übereinander steht. Auch die Decke nicht. Die Decke liegt so 50 einen halben Meter dort höher dann dort. So dann dort bekommt man diese ganz schöne, ganz leise. Das ist keine Echo, Flutter-Echo, das ist nur eine ganz leise Reverb. Deswegen ist auch diese Halle ist so bekannt. Diese Akustik ist so pur, ja, und hat eine sehr schöne Farbe, weil die macht die Original-Source wie ist eigentlich die verstärkt die Originalsource, wie sie eigentlich am Grunde ist. Die verfärbt sie nicht. Die verfärbt sie nicht. Und deswegen sagen viele Solisten auch, wenn ich hier meine Sound höre, so will ich gehört worden. Ja? Und wenn man das in Auro 3D aufnimmt, dann ist es echt so, wenn Leute, die es einmal gehört haben, alle Musiker, die hier aufgenommen haben, die haben einmal Auro 3D-Aufnahmen gehört, die wollen nur noch ihre Aufnahmen in Auro 3D haben, weil es so viel natürlichgetreuer klingt. Deshalb hast du schon, wir waren 70, 80 Titel schon, ne? CDs. Nein, wir haben 180 Aufnahmen schon gemacht, ja? Aber die kommen jetzt dieses Jahr in ein neues Format, Blu-ray Disc Audio. Ja? Die kommen dran. Wir sind jetzt beschäftigt mit diesem Mastering, die gehen so gegen diese Sommer gehen die in den Markt kommen.